haben gerade was von McDonald's geholt, aber das nicht von McDonald's, weil wir geben doch nicht so viel Geld aus für Cola. Und haben jetzt überlegt, dass wir essen und die Fragen beantworten. Ich habe schon angefangen. Und was wir hier machen, ist ein Mukbang. Ein Mukbang! Ich weiß nicht, was ein Mukbang ist. Schau mal, ich habe hier das Mikro platziert. Du darfst nicht daran wackeln. Was mit dem Tisch? Ich muss mich hinsetzen können, du hast schon, dass ich lange Beine habe. Musst du näher machen. Höchst ungern. Das ist mein Freund! Zumindest tun wir immer so, als ob. Was? Zumindest tun wir immer so, als ob. Ich habe meine Haare blondiert, falls ihr es nicht gemerkt habt. Mein Schatz, willst du die erste Frage stellen? Welche? Oder ich lese die erste Frage vor. Voll gut, jetzt habe ich jemanden dabei, der die Namen aussprechen kann. Die Anna Slytherpuff. Mhm. Die mag ich übrigens. Die fragt, wie läuft zurzeit dein Projekt Capsule Wardrobe? Ich habe jetzt eine Frage für mich. Ich habe davon gar nicht mehr berichtet, weil meine Klamotten mich voll aufgeregt haben. Alles ist kaputt gegangen, mehrere Hosen, mehrere Oberteile. Zum Beispiel, falls ihr wisst, was ich meine, das dunkelblaue Jeanshemd. Das war mein Lieblingsoberteil. Und das ist jetzt hier so kaputt. Und irgendwie war ich auch nicht so richtig zufrieden mit der Konstellation, mit meiner Garderobe. Aber jetzt habe ich so ein paar Herbstsachen gekauft und bin jetzt wieder voll zufrieden. Und du? Hast du auch eine Capsule Wardrobe? Was ist nochmal Capsule Wardrobe? Was ist nochmal? Dass man eine bestimmte Anzahl an Klamotten hat, also weniger, so 37. Da habe ich allein schon mehr Socken. Socken zählen nicht. Mhm. Auch Unterwäsche nicht und manche Sachen. Mhm. Dazu habe ich zu viele Klamotten, weil ihr kennt mich ja nicht, aber ich bin fett geworden. Dementsprechend habe ich noch sehr viele Klamotten, die mir gar nicht mehr passen. In der Hoffnung, irgendwann wieder auf gut Deutsch reinzuwachsen. Soll ich das reinschneiden? Ich bin fett geworden. Wie lange seid ihr zusammen mit Herr Cat? Wie lange seid ihr zusammen mit Herr Cat? Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich mehrere Freundinnen habe. Oh, das steht da. Nee, wir sind jetzt seit 3 Jahren knapp zusammen. Ein bisschen mehr. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Darüber machen wir ein eigenes Video, oder? Irgendwann. Weil das kann man ja nicht so kurz erzählen, hä? Auf jeden Fall. Guckt euch einfach The Big Bang Theory an. So. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich Leonard oder Howard bin. Also, so eine Mischung aus beidem wahrscheinlich. Auf jeden Fall waren wir Freunde vorher. Und sie ist eine Mischung aus Penny und Bernadette, würde ich sagen. Warum? Wie, warum? Warum? Weil ich intelligent und wunderschön bin. Sag jetzt ehrlich, warum? Bernadette ist ja auch klein. Also nicht, weil ich wunderschön bin. Wir sind auch beide hübsch. Ich finde Bernadette nicht so hübsch. Wollte gerade sagen, Bernadette finde ich eigentlich hübscher als Penny. Bernadettes Gesicht ist doch voll komisch. So streng oder so. So alt. Finde ich nicht. Was sagt ihr? Bernadette oder Penny? Bernadette. Was hältst du von Minimalismus? Sehr viel. Aber das ist ein bisschen schwierig. Weil ich liebe auch Einkaufen. Und Minimalismus und Einkaufen verträgt sich eigentlich nicht. Also für mich ist halt Minimalismus so, dass man nur noch Lieblingsteile benutzt und auch alles benutzt, was man besitzt. Also zum Beispiel nicht 1000 Lippenstifte und man weiß nicht mal mehr, welche man hat. Und dass man zum Beispiel jede Dekoration, die man hat, voll mag. Was ist für dich Minimalismus? Schwierig, die Definition von Minimalismus.
Oder was hältst du? Was hältst du da? Allgemein jetzt theoretisch finde ich es nicht unbedingt verkehrt. Es ist halt Lebensstil und Einrichtungsstil, also in verschiedener Hinsicht. Aber was ich da zum Teil bei dir, wenn du YouTube guckst, sehe, was da für wirklich verrückte Menschen Minimalismus leben. Und übertreiben. Das ist wie wenn man quasi gesunden Lebensstil, also schlank als Thema nimmt. Und die Leute, die dann teilweise auf YouTube groß sind, sind dann quasi wie in dem Vergleich zu schlank pro Anna. Also so völlig ab von der Realität. So Sachen wie, dass man seine Einkäufe auf den Boden legt, weil man den Schrank weggetan hat. Das ist doch komplett fern von jeder Logik. Aber die und hat Person, mit Minimalismus auch eigentlich nichts zu tun in der Hinsicht. Es kann aber sein, dass die Person umziehen wollte und deswegen keinen Schrank mehr. Dann hat es aber mit Minimalismus doch nichts zu tun. Stimmt. Die hatte ja so das Zimmer gezeigt, so, oh, schaut, Minimalismus. Mhm. Weil Minimalismus ist doch für mich eigentlich so eine Sache von wegen so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig, so, ne, aber... Und wenn man quasi einfach nur einen hübschen Schrank da stehen hat und da die ganzen Sachen reinstellt, dann sieht man einfach nur den Schrank und das ist eine Sache. Wenn man den Schrank wegtut und dann liegen da einfach hunderte Sachen dann stattdessen auf dem Boden rum, das ist doch genau das Gegenteil von Minimalismus dann. Aber ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt, deswegen nehme jetzt mein Wort über Minimalismus nicht für bare Münze. Bist du ein Minimalist? Was Gemüse essen angeht, ja. Er ist ein bisschen ein Messi. Ich würde euch ja gern das Zimmer zeigen. Darf ich es zeigen? Nein. Den Schreibtisch. Nein. Und ich mag Minimalismus sehr, aber ich bin jetzt nicht so extrem, dass ich nichts mehr kaufe. Ich weiß halt nicht, wenn ich mal genug Geld habe, ob ich dann Minimalist sein kann, weil ich will halt immer irgendwelche Sachen haben. Zum Beispiel zurzeit will ich so einen Rucksack und eine Mütze und ein neues Poster. Und Minimalisten wollen doch nie irgendwas. So richtige Minimalisten. Ja, jetzt halt die Frage, was sind richtige Minimalisten? Ja, zum Beispiel Jenny Mustard. Hat sie nicht selber gesagt, sie ist eigentlich gar kein richtiger? Doch. Ein Video. Hä? Nein, glaube ich nicht. Also zum Beispiel Jenny Mustard kriegt ja die ganze Zeit Sachen. Vielleicht kann man das ja auch so machen, dass man Sachen immer kauft oder so und die dann aber verkauft und dann oder verschenkt an Leute, die das gern haben wollen. Aha. Keine Ahnung. Also, Lara 2908. Wart ihr euch sofort einig, dass ihr gerne Katzen hättet und wie sie heißen sollen? Wolltest du schon immer eine Katze? Willst du anfangen? Also ich habe mit 10 meine erste Katze bekommen. Ist jetzt also schon ein bisschen her. Und seitdem war immer mindestens eine Katze im Haushalt meiner Eltern. Eigentlich meistens 2 gleichzeitig, aber ich habe die Katzen über alles geliebt. Dementsprechend war das klar, wenn ich alleine wohne, hole ich mir eine Katze, nur weil es halt, als ich wirklich alleine gewohnt habe, nicht finanziell drin. Dementsprechend dann war mir klar, dass ich Katzen haben werde. Übrigens sitzt hier Merle und knetet rum. Ja, ich weiß. Aber da wir gerade über Katzen reden, wollte ich das erwähnen. Also ich habe schon immer von einer Katze geträumt. Ich hätte so gerne eine Katze gehabt, als ich jünger war. Aber nein. Sie verlieren so viele Haare. Das stimmt aber. Ja, und das nimmt man gerne in Kauf. Das stimmt auch. Sie sind Kätzchen. Und die sind dreckig und man muss das Katzenklo putzen, bla bla. Und dann hatte mein Ex-Freund 2 Katzen. Und in die war ich so verliebt, besonders die eine Katze. Und seitdem wusste ich, dass ich unbedingt eigene Katzen haben will. Und dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann. Und dann, kurz vor vom Ende meines Studiums, ich glaube ein Jahr vorher oder so,
habe ich mich dann dazu entschieden, weil mir ging es eh voll scheiße in der Zeit. Und ja, ich habe vielleicht irgendwas gebraucht, so kann man sagen. Ja, genau, was mich aufmuntert. Und dann war es auch sicher, dass wir die vom Tierheim holen. Und dann waren wir bei mehreren Tierheims, Heimen. Und dann waren drei verschiedene Katzenpaare zur Auswahl. Die zwei mochten wir irgendwie am meisten. Und dann ging es ans Namen auswählen. Oh, aber es war so, dass es meine Katzen waren. Weil es war halt noch so am Anfang unserer Beziehung. Wir wussten ja nicht, was so passieren wird. Also wir waren noch nicht mal so richtig zusammen. Und ich habe halt alles bezahlt. Also beim Tierheim muss man ja auch was bezahlen. Und deswegen wollte ich halt die Namen auswählen. Also besonders auch, weil wir noch gar nicht richtig zusammen waren. Und dann war es so, dass ich halt je nach Aussehen der Katze einen passenden Namen geben wollte. Und dann wollte ich Merle einen ganz witzigen Namen geben. Sowas wie Aloysia oder Wilhelmina. Wir haben uns wirklich gestritten, weil sie wirklich solche Namen wollte. Ja, aber ich mag die Namen auch. Ich finde Wilhelmina voll süß. Und er hat sich dann voll aufgeregt, dass ich so einen Namen nehmen will. Eigentlich voll nett von mir, dass ich auf dich gehört habe. Es hätte auch sein können, dass wir gar nicht zusammengekommen wären. Hättest du immer noch umbenennen können danach. Und er wollte sie Mia nennen. Mhm. Warum wollte ich Mia nicht? Weil Mia dir zu nah normal gewesen wäre. Wieso? Emma ist doch auch voll normal. Merle sieht halt witzig aus. Oder wie soll man sagen? Und dann wollte ich Emma eigentlich Schnee nennen. Also, weil ich finde das Wort Schnee voll schön. Hat nichts mit Game of Thrones zu tun. Und ich hieß auch auf Instagram Emma Schnee damals, glaube ich. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es voll dumm ist, so Schnee, also so zu rufen, Schnee, Schnee, komm her und so. Und dann habe ich mich halt für Emma entschieden. Oder wir, du mochtest ja Emma auch den Namen. Mhm. Also, jemand fragt, wie sehr liebst du eigentlich die super tolle Michelle? Fragst du das jetzt mich oder dich? Ich frag mich, ich wollte, dass du sagst, wer fragt das? Und so. Also Daughter of the Woods fragt, wie sehr liebst du eigentlich die super tolle Michelle? Und die Antwort ist unendlich. Und du? Nicht so sehr wie ich, ha? Hm? Hab sie noch nie gesehen. Ich habe sie auch nur einmal gesehen. Vielen Dank für die Frage, Daughter of the Woods. Drei Dinge, die du in Schweden unbedingt machen willst. Auch von Daughter of the Woods. Sag du diese Frage. Die ich machen will. Mhm. Also nicht, was ich haben will, sondern was ich machen will. Unbedingt machen will. Ja, im Urlaub. Ach, im Urlaub. Ja. Ja, sag das doch. Ja, die Landschaft erkunden. Ich glaube, für ihn ist das keine gute Frage. Nee. Also ich will unbedingt Schwedisch üben. Echt? Willst du mit Leuten Schwedisch reden? Ja. Mit wem denn? Erstens einen ganz langen Waldspaziergang. Da gibt es auch so einen mehrere Kilometer langen Hike mit so einer schönen Aussicht dann. Und unbedingt will ich am See ein Feuer machen und da dann irgendwas, zum Beispiel so Tee trinken und irgendwas braten. Was können wir denn braten? Marshmallows können wir nicht braten. Wir können ja eine Ausnahme machen. Hä? So am Feuer irgendwas braten. Wieso Marshmallows nicht? Die sind doch mit Gelatine. Ach so, wusste ich nicht. Verdammt, hätte ich vorher wissen müssen. Ich habe so viele Marshmallows in letzter Zeit gegessen. Marshmallows. Und drittens ein Kaminfeuer machen und schwedische Chips essen. Schwedische Chips essen und was lesen. Und ganz, ganz viele Fotos und Vlogs machen.